mich persönlich war es schon echt Hammer, vor 500 Leuten wirklich seinen Film zu zeigen. Aber ich bin doch kein Feigling. Und dann hat sie ganz laut gesagt, stopp! Hey, hier ist die Polizei. Kommt aus euren Verstecken. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, ob ich das kann, Iguana. Singen vor so vielen Menschen, alle werden mich anstarren. Was soll ich überhaupt anziehen? Wenn Filme machen, macht mir meistens Spaß, dass man jemand anders sein kann. Hi Kids, habt ihr Bock auf Filme machen? Bock, einen Clip zu kappen, Bock, hier mitzumachen? Dann gebt mir alle mal ein Word up. Word up. Wir sehen uns bei den Workshops. Hi Kids, habt ihr Bock auf Filme machen? Bock, einen Clip zu kappen, Bock, hier mitzumachen? Dann gebt mir alle mal ein Word up. Word up. Wir sehen uns bei den Workshops. Am Anfang waren wir, glaube ich, von beiden Seiten war das noch etwas distanziert, aber man hat sich immer besser kennengelernt und das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Und es klappt ja auch immer besser, je mehr man miteinander redet. Es ist auch mal eine Abwechslung zu Mädchen, die man sonst so kennt, weil sie verhalten sich auch ein bisschen professioneller und mit denen kann man wirklich auch gut arbeiten. Ist halt das, wenn die dazugehören und einbezogen werden, aber früher halt nicht. Ach so, du meinst Inklusion. Ich weiß nicht, ob jetzt einzelne Filme dazu beitragen können, dass die Gesellschaft inklusiver wird. Ich glaube aber, dass das Machen der Filme dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft inklusiver wird, weil wenn junge Schüler und Schülerinnen sich zusammentun und gemeinsam, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht, einen Film erstellen, dann werden ja Grenzen aufgebrochen und Barrieren abgebaut und sie machen zusammen was und sind am Ende gemeinsam stolz drauf.